First of all, I want to say something about the organization of the next big zikr, next meeting for our monthly meeting is not next week on the 7th of January. We changed it for this day. So next week on the 7th there's no big zikr. Even it is the first Saturday of the month, but it's we don't have the zikr on that day. But the next one will be then in February, no? 4th of February, which is inshallah the day of the Mawlid. Should be the 12th of Rabi'ul Awwal, inshallah. So we have intention for the next big zikr on the 4th of February to do the Mawlid Sharif, inshallah. Yes. And also we may say, because some people they were asking Sufi Soul Festival, inshallah, if there is a next festival also. We planned for the, I think, 14th and 15th of July. It's about 1 week before Ramadan. And also, after the Sufi Soul Festival, there is a summer camp. There is a summer camp after Sufi Soul Festival, 1 week summer camp. There is a plan. Everyone, welcome. And we are asking divine help for our sitting, sitting together, being together, which we call Sohbah. Somebody was asking me before, today there will be a Sorbat. There's a slightly different letters, but I like it. Sorbat is Shorbat, and Shorbat is Sherbet. Yes, we have a Sherbet, inshallah. And it's like that. We like to drink, yes, we are drunkards. Yes, tonight there is a drinking night of the new year. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Drinking, we should be like glasses, and we cannot do anything. Are you doing sohbah? No. What do you mean doing sohbah? Can I do the sohbah? No. Not you, not me. What we can be is a glass, an empty glass. To be an empty glass. In that case, if it is empty, the sheikh may put something inside and we may drink. If you come with a full glass, we cannot put more. It's full. Yes? If you are in your thoughts too much and you think you have to understand this and you know this and you know that, I know Sufism, I know Islam, I know this, I know that, I read that book and this one. Yes, we read something, but it's better
As the Grand Sheikh, Sheikh Abdullah Dagestani, Qadar Sallallahu Alaihi Wasallam, as he said, don't read too much. Because we have to get out of our thoughts. To make the glass empty means to leave our thoughts. Auf Deutsch. Friede sei mit euch, meine Brüder und Schwestern. Und herzlich willkommen. Und wir haben gesagt, dass das nächste große Sickel nicht nächste Woche am 7., normalerweise erste Samstag im Monat, große Sickel wäre am 7. Januar. Das ist nicht, wir haben das auf diesen Tag hier verlegt, auf heute. Und inshallah, das nächste große Sickel wird dann sein, inshallah, am 4. Februar. Und das fällt auf den Tag, inshallah, soweit wir das gesehen haben, auf den 12. Rabi al-Awwal. Das ist der Geburtstag des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Wir wollen mal erzählen, Grüße. Sayyidina Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Izzan, ya Allah. Quwatan, ilman, hikmatan, ya Allah. Daiman, ya Allah. Ja Allah. Bless. Segne unseren Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit deinem unergründlichen und ewigen Segen, ja Allah. Und gib ihm immer mehr von deinen Stufen und von deinen göttlichen Ozeanen. Ja, immer mehr, inshallah. Und dass alle Welt davon, inshallah, dass sie alle in Kenntnis gesetzt werden davon, ja Allah. Amen. Wer dein Habibullah ist, ja Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Inshallah wird es der Tag sein, und da haben wir die Absicht, ein Maulid inshallah zu machen. Und auch sagen wir gleich an, wer sich darauf vorbereiten möchte, wurden wir gefragt nach dem Sufi Soul Festival dieses Jahr. Und da haben wir es geplant, inshallah, für den 14. und 15. Juli. Das ist gerade sind in Sommerferien hier in Nordrhein-Westfalen, und es ist eine Woche vor Ramadan. Und nach dem Sufi Soul Festival direkt schließt sich an das Sommercamp. Inshallah. Soweit die Planung, und Allah lacht sich kaputt über unsere Pläne, wie immer. Ja, wir gucken, was für Pläne Allah hat, inshallah. Und einer hat gefragt vorhin, ja, gibt es heute Abend, er wollte sagen, eine Sorbat. 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 Sorbat ist Schorbat. Schon mal gut. Sorbat ist Sherbet, ist noch besser. Sherbet, ja, ist ein süßes Getränk. Sherbet. Ein Sherbet zu trinken. So, in Schorbat gibt es heute Sherbet. Wenn du ein Glas hast, ein leeres Glas, machst du Sohbet, hat er gesagt. Sag ich, nee, ich kann nicht Sohbet machen, tut mir leid. Wie kann ich das machen? Machst du Sohbet, mach ich es immer. Wie, was mache ich? Was soll ich denn machen? Ich kann gar nichts machen. Sherbet ist besser. Und um Sherbet zu bekommen, müssen wir ein Glas sein. Sei ein Glas, ein leeres Glas. In einem leeren Glas kann der Scheich etwas einschenken. Das ist ein schönes Wort, ne? Deutsche Sprache ist halt wieder super. Einschenken. Ja, man muss auch nicht zwei schenken, einschenken. Hineinschenken. Schenken. Mal schauen. Er gießt. Er gießt in dich hinein. Und du trinkst. Das ist alles, das ist unsere Absicht. Du kannst keine Suppe machen. Ich kann keine Suppe machen. Jemand anders macht die Suppe, und wir sind Gläser. Leere Gläser. Wenn wir leer sind, so leer wie wir sein können, so viel werden wir, so viel kann der Scheich hineingießen. Wenn dein Glas voll ist, von lauter Gedanken, Erwartungen, Illusionen und Beurteilungen, und du weißt es schon, du hast es hier gelesen, du hast es dort gelesen,
dann kann der Scheich nichts eingießen. Dann gehst du so wieder weg, wie du gekommen bist, mit einem vollen Glas, mit deinem eigenen gefüllten Glas. Das ist unsere Absicht. Und dazu, um leer zu werden, müssen wir diesen Gedanken, das verhindert jemand, jemand möchte verhindern oder etwas möchte verhindern, dass wir leer werden sozusagen, dass wir das Glas entleeren. Und zwar, das ist unser Nafs oder das ganze Gefüge des Nafs, das ist verbunden mit Gedanken. Die Gedanken, wenn sie so unkontrolliert kommen und gehen sozusagen, die beeinflussen das Nafs, ja, das Ego. Ja, und dann bleibt man in seinen Gedanken stecken, sozusagen. Kann nichts aufnehmen. Möge Allah uns helfen, das zu durchbrechen, inshallah. Denn darum geht es. Es geht um Aufgabe. Ja, man sagt auch Hingabe. Du gibst eben das Hin. Ja, du gibst dich selbst hin. Ja, Hingabe. Islam heißt Hingabe. Islam ist die Hingabe. Die Hingabe von dem, was du denkst, ist deine Geschichte, deine Gedanken, deine Taten, die du alle getan hast, wo du sagst, das habe ich getan und das habe ich getan, zweifellos, ich bin so erzogen worden und das habe ich gemacht und dies bin ich und jetzt bin ich ein Sufi und ein Moslem und dies und ich bin überhaupt ein Guter, ich wollte immer schon gut sein, jetzt bin ich endlich mal ein Guter und alles dies, diese ganzen Gedanken und ich war so und ich werde so sein und ich muss das erreichen und dies, alles dieses müssen wir hingeben. Alles. Nie was gehört von Sufismus. Viel gehört, viel gesehen, viel versucht mir anzueignen, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir sind ganz einfache Diener. Nichts. Überhaupt nichts. Wie Sheikh Ahmed Kreusch heute so schön uns gezeigt hat in seiner Darstellung von den Konferenz der Vögel, von dem mit nichts, du kannst nicht, und der Scheich sagt, du kannst nicht mit deinem Ego zum König kommen. Möge Allah uns helfen, inshallah. Wir sind alle gleich, wir sind alle gleich. Jeder kommt hierher mit einer Sehnsucht. Jeder kommt hierher mit einer Sehnsucht, die er in seinem Herzen hat. Jeder verlangt nach der Liebe. Und jeder muss, um die zu erreichen und in den Genuss von dieser Liebe zu kommen, sein Gefängnis durchbrechen und sein Gefängnis aufgeben und das Pferd der Aufrichtigkeit benutzen, um den geraden Weg zu gehen. Jeder muss das machen. Deswegen ist ganz egal, wer hier sitzt. Einer muss sitzen und erzählen. Und alle, wir alle, jeder Einzelne, ja, hat die Sehnsucht der Seele, ja, etwas zu trinken. Etwas zu trinken. Was zu trinken? Ja, die Muttermilch. Ja. Es ist nicht umsonst, dass in der Traumsymbolik die Milch die Weisheit ist. Wer von Milch träumt, ja, der träumt von Weisheit. Ja, wer eine Schale Milch gereicht kriegt im Traum, das heißt, er bekommt Weisheit. Und der Prophet Salomon hat bekanntermaßen die Milch getrunken, als man ihm die Wahl gegeben hat. Und das beste Beispiel ist eben, ja, das Neugeborene saugt an der Mutterbrust, ja, saugt die Milch. Und wenn das
Neugeborene nicht saugt, dann kommt auch keine Milch, wie man weiß. Dann ist die Milch, wird dann weniger. Und je mehr das Kind saugt, desto mehr Milch bekommt es. Je größer die Sehnsucht ist, desto mehr kommt. Wenn ihr Sehnsucht habt, oder wir Sehnsucht haben, dann kann dieser Balken hier wird sprechen. Dieser Balken hier wird sprechen. Warum nicht? Wenn die Sehnsucht groß genug ist, spricht der Balken. Softball vom Balken, hallo. Hat nicht der Baumstumpf von Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geweint? Hat er. Wissen wir. Hack. Islam sind keine Legenden. Islam sind historische Ereignisse, die gesichert überliefert sind. Als der Prophet, als sie für ihn die Minbare gebaut haben, die Treppe, auf der er dann seine Rede hielt und er nicht mehr sich anlehnte an den Baumstumpf, hat der Baumstumpf geweint und sich beklagt. Hörbar für alle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hörbar. Weil der Prophet sich mit seinem Rücken nicht mehr an ihn gelehnt hat. Yes. We have to be empty, inshallah. From what? From our thinking. And from our judging. From our readings. Our knowledge. Voila. We are taking refuge from a knowledge which is not useful to us. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that. And we are taking refuge from shaitan and refuge from our ego. The ego. The talking of the ego. We are asking refuge. We are asking help. So that it's possible that we can break the cage, the prison of our ego and drink something, take something which they are sending to us, inshallah, to be empty. And which is the motto of the power to put into practice to be empty. It's the longing for that. We are fed up. We are completely full of ourselves and we cannot take anything more and we are fed up and we are longing. Our biggest longing is to get empty, to get rid of this. To get rid of it. Not always to think about something. It is a state which we are even not noticing anymore. We don't notice it anymore. There is a rebellion within us which we don't notice anymore. It's a negativity from the ego, from our upbringings, a mechanism and habits. This is all habits, deep rooted, always practiced habits which we are not noticing anymore. Our faces, they tell stories about that, but we are not noticing ourselves. So it's good to look in the mirror sometimes. Especially when we are angry. Yes.
The anger is the biggest, one of the biggest enemies. It comes from rebellion. It's one of the aspects of a deeply rooted rebellion. Rebellion comes from the ego, and it is because it thinks, as it is written in the Holy Quran, it thinks that it is independent. Inna nafsa la yatra. La yatra? La yatra. It thinks. It is thinking that is independent. Then, and so, as it is shown that it is not independent, but completely dependent on the Lord, it is angry about that. Very angry. Yes. When he comes to the Sheikh, when he sees me, he says, "Oh, Hassan is king." Very angry person. Makes a face. When you see it, you get really afraid. Yes, we have to look in the mirror. If the anger comes out, you can be happy. Al-khayru fi ma waqa. If it's coming out, be happy. You see it and you can kill it, because you see it, you can kill it. But worse than that is the anger which is inside, glowing. You know, it's on the face of millions and milliards of people everywhere. You can see, especially the Germans, mashallah, they are masters from that. You know, very, as Maulana said, serious, very important. Always angry. Always. It's a Dauerzustand, how you say in English? It's a permanent state. It's a permanent state. Yes, we have to ask really help to get rid of that. And the motto from that will be is the longing for love and the longing to get released from the prison, to take a breath, not a breath, a sweet breath, inshallah. Yes, a sweet one, inshallah. A pure one, a sweet one. You know, that breath, that is what we are longing for. Yes. And that is why you come here, and I come here, everyone comes here, for that. And that is our chance. We are asking help for that, to be empty, so that the Sheikh can put something inside, a little bit, and we take something, inshallah. And the longing, your longing for that, that is the condition, the longing for that, that must be. Yes, if there is no longing, nothing will come out. It's like the newborn baby, and the newborn baby is very hungry for the milk of the mother, sweet milk, drinking, it's coming out, it's drinking. Then, if it is not longing for that, not drinking, the breast, the feed, the milk of the breast is getting less. Every mother knows that. Yes? Every mother knows that, the milk is getting less if the baby is not sucking, you see. So you have to, you know, the soul is the same. The soul has a longing. If we know or we don't know, it has a big longing. And from that longing, if that longing is intensive, even that beam here, that beam, wooden beam may speak. That wooden beam may speak perfectly, no problem. If we have real longing, speaking. You don't know? Speaking. Not only that one, also something else. Everything. What you think is dead material, it will be speaking. If we are open and longing. Even the tree, it was only the rest of a tree, it was not the rest of a tree in the mosque, of the first mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam,
and he was leaning to it, and he gave the khutbah and the Jummah. Then they make a minbar for him, like that staircase, and he went up. So he stopped to lean his holy body on the trunk of the tree, and the trunk of the tree was crying. It was crying for that reason. And everyone heard it. All of them, they were witness, all of them witnessing, hearing this, you know, their trunk was crying. Yes, you must not think that this is bad. We hope, yes, for that. Und wir sagen, auzubillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, ati'ullah, ati'ur-rasul, ulu amin minkum, and we're saying tariqah sohbah, wa khayra fi jamia. Yes? That is the reason, and that is the grund, warum eben, das heißt tariqah, ja, tariqah ist eben sohbah, das ist eben sohbah, das ist dieses Zusammensein, ohne Anspruch erstmal, ein Zusammensein. Die Sehnsucht bringt die Menschen zusammen. Die Sehnsucht nach ihrem Herrn. Die Sehnsucht zur Erlösung. Die Sehnsucht, sein Gefängnis zu brechen. Die Sehnsucht, süßen Atem zu haben. Die Sehnsucht, aus dem Kopf rauszukommen. Ja, die Gedanken zu lassen, ja, die sich immer im Kreise drehen. Ja, ins Herz zu kommen. Ja. Das ist unsere Sehnsucht. Und die liegt, sagen wir, der Segen ist eben im Zusammenkommen. Wir haben vorhin gesagt, ich habe vorhin gesagt, ja, haben wir gesagt, das ist der Trost eigentlich. Ja, ihr seid der Trost. Ja. So ein Treffen ist der Trost. So eins und andere Treffen, egal. Ja, ob zwei zusammenkommen oder drei oder fünf oder hundert, das ist ganz egal. Das ist der Trost. Welchen Trost habt ihr denn sonst? Also eure Schwestern, euren Bruder zu sehen, welchen denn? Einen gottgläubigen Menschen zu sehen. Ein reines Herz zu treffen. Wo ist denn Trost in dieser Welt? Welchen Trost denn? Was tröstet euch denn? Na, was denn? Der Scheich tröstet euch. Der tröstet euch. Alle Propheten haben die Menschen getröstet. Ja, warum? Ja, warum denn? Ja, weil die waren leer. Die waren leer. Was man da gefunden hat, war die Liebe Allahs, die Liebe, ja, die reine Liebe. Und die haben dir nur Liebe entgegengebracht. Und wenn du sie anschaust, dann sind sie dein Spiegel. Dann siehst du dich in ihnen. Du siehst dich und du findest deine Sehnsucht wieder. Und du findest deine Schönheit wieder. Du findest dein wahres Wesen wieder. Du findest deine Bestimmung wieder. Du findest deine schönen Eigenschaften wieder. Du findest den Sinn deines Lebens wieder. Du findest das wieder, für was du erschaffen worden bist. Und zwar immer weiter, immer weiter, immer weiter. Das ist keine kleine Sache. Tariqa und der Scheich und der Prophet. Das ist keine kleine Sache. Allah ist nicht klein, das ist keine kleine Sache. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Die Welt, mit allem, was drin ist, die ist so klein. So klein. Die siehst du gar nicht. So klein ist die. Und der Wert von diesem Nichts, der ist weniger wert als ein halber Moskitoflügel. Ein halber Moskitoflügel schafft noch nicht mal, dass die Mücke sich fortbewegen kann. Also nichts. Das ist der Wert dieser Welt und alles, was drin ist. Das Einzige, was Wert hat, in diesem ganzen Gefüge dieser Schöpfung, ist das Herz des Menschen. Mal schauen. Weil nämlich im Herzen des Menschen, wie Allah subhanahu wa ta'ala selber sagt, und die Überlieferung zu uns kam, der Ort ist, in dem man Allah findet.
Oder er sagte, nichts kann mich aufnehmen, außer das Herz des Gläubigen. Außer das Herz des Gläubigen. Das findest du da drin. Das findest du. Das findest du im Herzen der Menschen. Im Herzen der Gläubigen ist es offensichtlich. Oder offensichtlicher. Ja, dann ist es dann nicht so offensichtlich. Je nach der nach dem Bewusstseins, ob jemand bewusst ist oder nicht bewusst ist. Ob er auf der menschlichen Stufe ist oder auf der tierischen Stufe sozusagen. Ob er unbewusst ist oder bewusst ist. Das ist das. Deswegen ist das Herz des Bruders, das Herz der Schwester, das Herz des Freundes, das Herz des Weggefährten eine Oase für uns. Eine Oase. Die sollten wir so, sollten wir auch so sehen. Aber das sehen wir gar nicht so. Das ist ein Shaitan, der lenkt uns und trickst uns aus, ja, selbst in dieser Versammlung hier oder in den verschiedenen Gruppen und Schülern von Sheikh Effendi, die ausdrücklich das zum Ziel haben, sich gegenseitig eine Oase zu sein, sich in eine Oase zu begeben von dieser dunklen, vergifteten, verrückten, anstrengenden Welt, sich zusammenzutun und eine Oase zu bilden der Liebe, wo sich Liebe aufbauen kann, wo der Scheich der Dritte ist und der Prophet da ist, sallallahu alaihi wa sallam. Das lassen wir gar nicht zu, weil unser Ego das nicht zulässt. Und Shaitan sagt, das brauchst du nicht. Guck, dass du, das kannst du nicht machen. Hab kein Vertrauen, vielleicht legt er dich rein. Du hast gute Absicht, aber der ist vielleicht gar nicht so gut. Nee. So was nennt man auf Deutsch oder medizinisch gesehen Schizophrenie. Manisch-depressive Schizophrenie. Ja, das ist kein Witz, wenn der Scheich sagt, Mental House. I'm the chief of the world Mental House. Bei manchen kommt es halt mehr raus. Die müssen dann tatsächlich, werden dann eingewiesen, aber die normalen, die laufen alle halt rum. Ein Ego, Entschuldigung, ist eine Schizophrenie. Weil ein Ego sagt, ich bin, und dann ist das ein Fehler. Das ist nicht. Hat eine zweite Persönlichkeit. Sagt, ich bin der hier, da bin ich. Wer bist du? Ja, guck mal, auf einem Mercedes 500er SEL, das bin ich. Ja? Das bist du. Ja, ja, heute. Morgen mache ich Sicke, da bin ich ein Sufi. Und dann bin ich dies und dann bin ich das. Das reicht ja auch nicht. Zwei Persönlichkeiten. Wir haben eine ganze Stadt. Alle Schichten, was gerade verlangt wird. Das ist Schizophrenie. Ego. Das ist Nafs. Das erlaubt dir nicht, mit deinem Bruder eine Bruderschaft zu pflegen, brüderlich zu sein, aufzugeben. Ja, und den Strom fließen zu lassen. Dann hast du schlechte Gedanken. Das reicht ja nicht. Dann redest du noch schlecht mit jemandem über andere Brüder. Oder über andere Schwestern. Und der hat das gemacht und der hat das und das ist überhaupt das. Und um deine eigenen egoistischen Ziele zu verfolgen, es läuft alles ab. Der Krimi läuft hier volles Rohr. Ob Sufi oder nicht Sufi, Muslim, nicht Muslim, vergiss es. Der Film muss aufhören. Wenn der nicht entdeckt worden ist, dann ist noch gar nichts. Dann ist einfach noch gar nichts. Oder ja gut, die Absicht ist da, Alhamdulillah. Gute Absicht. Alhamdulillah, wir haben eine Absicht. Aber es ist noch nicht wirklich was geworden. Es ist noch nicht richtig geworden. Es wird erst dann, wie der Prophet es ganz klar gesagt hat, wenn du das für deinen Bruder wünschst, was du für dich selbst wünschst. Darüber musst du mal nachdenken. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ja, schon oft. Letztes Mal, als ich einen Kebab gekauft habe, habe ich gesagt, willst du auch einen Kebab? Hat er gesagt, ja, willst du? Habe ich ihm auch. Ich habe gedacht, wünsche ich mir auch einen Kebab für ihn. Habe ich ihn eingeladen zum Kebab. Das war Bruderlichkeit.
Das Kebab, Bruder, nicht kalt. Ist auch okay. So fängt's an. Alhamdulillah. Nee, das ist es aber nicht. Du musst alles, was du für dich gut findest, auch für deinen Bruder wünschen. Mindestens. Ja, früher haben sie noch mehr gewünscht für ihre Gefährten, die Heiligen. Mehr gewünscht für ihre und haben denen zuerst gegeben und dann sich. Das geht in alle Bereiche. In alle Bereiche des Lebens. Materielle Bereiche und spirituelle Bereiche auch. Das liegt nämlich, das ist geknüpft an die Erkenntnis, dass alles eins ist. Haben wir schon öfter gehört. Ne? Hörst du ja überall. Auch auf dem esoterischen Supermarkt. Alles ist eins. Alles ist eins. Es gibt nicht zwei. Es ist Illusion. Haben Sie recht. Haben Sie recht. Alles ist eins. Rumi hat auch gesagt, alles ist eins. Die Dualität ist eine Illusion. Ja, und ist zeitweise sozusagen erlaubt. Ja, in der Schöpfung ist es auf Dualität aufgebaut. Im materiellen Welt ist die Dualität. Aber in Wirklichkeit ist alles eins. Und wir sind eins. Die Umma, der Körper der Umma, wenn eine Stelle wehtut, dann ist der ganze Körper in Mitleidenschaft gezogen. Und die Umma des Propheten Mohammed ist ein Körper, hat er gesagt. Hat er vom Körper gesprochen? So wie Goli, wie heißt der? Dieser eine Riese da, der. Was? Gulliver. Ja, Gulliver. Gullivers Reisen. Die Umma des Mohammed, Gullivers Reisen? Nee. Er hat schon genau gesagt uns, dass wir alle eins sind und dass wenn einer nicht zufrieden ist, können wir nicht zufrieden sein. Kannst du nicht zufrieden sein. Das geht nicht. Also, du denkst, wir sind zwei, dabei ist ein Fehler nicht zwei. Wir sind eins. Und wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Wenn es dir nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Ich kann mich höchstens ablenken. Ich kann mir sagen, ich bin mir wichtiger. Mir geht es gerade gut. Ob es dir jetzt gut geht oder nicht, ist mir egal. In Wirklichkeit. Ich kann dir gerne helfen, mein Bruder, was kann ich für dich tun? Aber im Grunde genommen, irgendwo an so einem bestimmten Punkt ist mir dann auch schon bald egal. Das ist so die Realität von unserem Nafs. Ich kann dir 10 Mark geben, Mark haben wir nicht mehr. Deswegen gebe ich jetzt auch nur Mark. Das ist ein Anfang. Aber ich habe noch übrig. Nicht meine Euro, meine besten Euro, die gebe ich dir nicht. Ich gebe dir Mark. Very good. Wenn du dich nicht freuen kannst über etwas, was du bekommst, wenn jemand eine Anerkennung, eine Würde bekommt, eine Anerkennung von den Menschen, dann wird jetzt anders. Scheich, wir machen es noch krasser. Der Scheich lobt, der sitzt da, der Scheich lobt. Ja, zusammen sitzen ein paar Brüder, der Scheich lobt den Mohammed Daud, lobt ihn. Und jetzt musst du die beobachten, jetzt kommt der Test. Ja, die, wie heißt das? Indicator, der Zeiger. Ne? Jetzt muss dein Herz, sein Herz ist voll am Anschlag, happy, bis zum geht nicht mehr, geht gar nicht mehr weiter. Und deins muss auch da sein. Wenn deins nicht da ist, wenn es nicht genauso da ist, wie wenn der Scheich, wenn er dich selber gelobt hat, diese gleiche Freude wirst du gleich empfinden, wenn dein Bruder gelobt wird, dann ist mit deinem Glauben nichts. Noch gar nichts. Dann glaubst du nur, du glaubst. Im Moment denkst du nur, du denkst. Und du glaubst nur, dass du glaubst. Und wir warten noch auf den richtigen Glauben. Montag fangen wir an. Was ist heute? Samstag. Samstag geht nicht, heute ist großes Wickeln. Sonntag müssen wir uns ausruhen. Montag fangen wir an, inshallah. We start on Monday to be believers. Not now. It's too difficult. But we should do it now. Because we cannot get rid of our prison if we are not in the now.
If you are thinking about the past, always, or with the anxiety for the future, what will happen to a tomorrow, the same mistake or not? Very, what will happen? Oh, what happened? I am regretting this. And I am guilty, I am this, I am that. Very happy to have your story. You must be now. That is our problem. And said Sallallahu Alaihi Wasallam that the Ummah is one body. And like if you have a toothache, for instance, you cannot do anything. It's only one teeth, but you are finished. You cannot do anything. You know, the whole body is not able to move. That's only a picture. But the Prophet said, you are all one. My Ummah is like one body. He didn't mean the physical body, but the whole body, spiritual body. And he indicated that we are all one. And that is true. All the masters, all the holy ones, all the prophets, they indicated that we are all one. Not two. There is a reason when the Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, you are not a real believer until you wish for your brother what you wish for yourself. That really means, that really, he means it. Prophet said, there is not, you cannot move it. You must wish, as you wish for yourself, you must wish for your brother. Do you do that? Are you wishing for your brother? Same strong wish as you for yourself? Same? You are so happy when your brother receives good words from your from our Shaykh. Same happiness as he speaks to you. There? If not, nothing. Nothing. Don't say you are a believer. Don't say you are Sufi. Don't say you are Muslim. Don't say. Be quiet. That is the best. Because it's not only that. In our depression, our habits, we continue bad words, bad thinking, bad acting against our brothers and sisters. For what? For to follow a aim for our ego. And the rest doesn't matter, we don't care. We don't care about our brothers and sisters. No. And there is a reason there is nothing. There's no happiness, no sweetness, no beauty, no wisdom, no oceans, no belief, no iman, no. May Allah protect us and give us something from that. Because it's a terrible state. Now the pressure is coming on us. Pressure is improving now and coming more on us. For what? What do you think? Allah makes a game, makes the politics, he's very interested in America and Iran and this and very interested in that. He's not interested in anything than the heart of the believer. Yes. And that is the reason why he is doing that. He puts the pressure so that we become one. Because we have to be one. If anyone wants to be with Mahdi alayhi salam, he must be one. Then, latest point, then the iman has to show and has to come up, the real iman. If not, fadal akhira. Durchgehender Posten. Bitte sehr. Anyone likes to be with Mahdi alayhi salam on this earth,
with Isa alayhi salam on this earth, in the beauty, in that 40 years paradise on this earth. Must be ready, no? Must be ready. So we have to practice. We have to practice this. Practice, practice. Your zikr will not obey to you. No, no, no. Your prayers, no, nothing. It's nothing. It's nothing. All the prayers and all the zikr and all of it is only for your practice with your brothers and sisters. It's a practice that you don't beat your wife. Yes. You don't shout to your children. You don't shout to people. You control your anger. It's everything only for that, to control your anger. Nothing else. It's not my words, as you know. I always try not to say my words. But we heard that from our sheikh. Also, I'm the worst one. So I'm only repeating what the sheikh said. It is only for that. You have rebellion. You have nafs, the rebellious nafs. You have to get rid of it. Break the cage. Be a lion. You are all lions. You don't know that. You are lions. Every one of you is a lion. But now you are a tiger. Yes. Or a cat. Not a rat, inshallah, but a cat. Cat, yes, shows it is sleeping. Yes, sleeping, but never really sleeping. It's always... Is he not, huh? Is he still there? The moment when you leave the kitchen, the cat is on the table. Yes, that is our nafs. Waiting for its opportunity. It's waiting. Very dangerous, very poisonous, very dangerous. When comes it? Quickly coming. Be happy and say shukrulillah. Pray two rakats every day for that you have Maulana as your sheikh. Because there's no way out of this dilemma without a sheikh. He shows you how you are, what you have, and how is your state. He shows you. He doesn't leave you. And Islam doesn't leave you. And the sheikh is Islam. And the tariqah is Islam, Sharia Azima. Is the Sharia, the firm Sharia. That is Islam. And Islam is not leaving you until you are perfect. Islam is not a joke and not a system and that and this. Islam is perfect. The perfect system. All you seekers of the way, esoterica, supermarket, Maoist, Taoist, Buddhist, Hinduist, communist, socialist, Christians, Muslims, Buddhists, everyone, be a devoted Muslim. Because the Islam makes you perfect. If you keep it. Keep it. Yes, we have no consciousness. Okay, and we have only niyat. Make the niyat to follow what Allah wants from you. To make him happy. What is halal and haram? We don't know it. What is sharia? Who knows? 1,300 rules. You know any one of them? Maybe five. There is a lot. Doesn't matter. Your heart knows what is haram and halal. Prophet said, haram mubayyan, halal mubayyan. Haram is clear. Halal is clear. Do it. What is the point? The point is, Allah likes that action or not? I don't know. Prophet, sallallahu alaihi wasallam, he likes that action or not? If not, you hear. My sheikh, he likes that action or not? You have to ask yourself before you do something. Keep it. Keep your way. And be patient. That patience will change, and it's difficult maybe in the beginning. Make it, keep it strongly. Fight your ego, keep it. It is, take your effort. Then, after some time, it becomes easy. Becomes easy, 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 easy. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. Alim fest, an dem Weg.
Wir hoffen, dass der Iman kommt. Iman muss sein. Der Mehdi alayhi salam, ja, wie unser Sheikh immer sagt, wenn er kommt, wer mit ihm sein will, und die 40 wundervollen Jahre, paradiesischen Jahre, dabei sein will, der muss den richtigen Iman, der muss richtig, muss nicht richtig da sein. Der Iman Hakiki, der wahre Iman, nicht der imitierte, den wir jetzt praktizieren, sondern der wahre Iman, der muss dann da sein. Wenn der noch nicht da ist, dann geht's Vater ins Achira. Ist auch okay. Sieht man sich später halt. Aber wer dieses Leben mitmachen will, diese Jahr mit Mehdi alayhi salam, wenn Mehdi alayhi salam kommt, dann gibt es keine Dunkelheit mehr. Der macht alles Schwarze weg. Jede Dunkelheit weg. Jedes Batel, was das Gegenteil von Hak ist, wird umgedreht und wird weggemacht. Das ist seine Aufgabe. Die Aufgabe von Mehdi alayhi salam. Deswegen müssen wir praktizieren. Und denk nicht, dass deine Gebete jetzt dich davon retten, oder deine Sikke, oder die Anzahl deines Sikkes, und deine Hajj, und dein Fasten, und dein dies und dein das, das rettet dich nicht. Das ist alles nur dafür da, damit du nicht sauer wirst. Dein Sikke und dein Gebet ist dafür, dass du nicht ausrastest. Oder was? Machst du mal deinen Sikke immer happy, 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 und dann kommt, dann tritt einer auf den Fuß, und dann zack, hast du deiner Frau eine Ohrfeige. Na tschüss. Wie viel hast du gemacht? Ja, 120.000 Mal Allah. Und doch. Wie viel Salawat? Ja, 50.000. Mal schauen wir. Vorangelesen, klar. Jeden Tag ein Juice. Immer. Ja, ich hatte ja recht. Und ich kann nichts dafür. Meine Hand ist mir ausgerutscht. Ja klar. Damit hast du die Toilette gezogen und alles runtergespült. Fang von vorne an. Zweite Chance. Ist okay. Wir haben endlos Chancen. Maschallah. Du darfst nicht sauer sein. Nicht hauen, nicht schreien, nicht schimpfen und nicht permanent rebellisch und sauer sein. Das ist wichtig. Dafür ist das da. Das war der Anfang. Wir sprechen ja gar nicht von Liebe. Liebe. Lieber Bruder. Liebe Schwester. Kann ich das von dir haben? Das hätte ich auch gerne von dir. Das hier wäre auch sehr schön. Und um das beneide ich dich richtig. Das hätte ich alles gerne. Ich glaube, es ist bei mir alles viel besser aufgehoben als bei dir. Ich will dann nicht schwören zum Kopf rum. Schau mal. Tariqa. Tariqa. Sufi. Muslim. Wenn du dich nicht so freust, wenn dein Bruder was Schönes erlebt, wie du, als wenn du es selber erlebt hast, dann ist halt nichts. Gar nichts. Möge Allah uns helfen, inshallah. Aus diesem Drama unseres Egos, selbst erfundenen, heraufbeschworenen Drama unseres Egos herauszukommen. Wir lieben das Drama und wir lieben unsere Angewohnheiten und wir lieben sogar unser Leid. Wir bestehen sogar auf unser Leid. Das ist das Verrückteste. Der Mensch ist sowas von bescheuert und crazy, das ist schon unglaublich. Er ist wahnsinnig, absolut wahnsinnig. Im Hinblick auf die Wahrheit ist er absolut wahnsinnig. Völlig wahnsinnig. Weil er gar nicht sieht, was die Wahrheit ist. Wie soll er das sehen? Mit was? Mit welchem Organ? Deswegen haltet fest an der Scharia, an dem Gesetz Allahs, was Allah gesagt hat. Mach es, das ist gut für dich. Lass es, das ist schlecht für dich. Halte daran fest. Ob du es jetzt weißt oder verstehst oder kapierst oder nicht, halte einfach daran fest mit Geduld. Benutze die Geduld. Die Geduld ist der halbe Weg. Und es ist vielleicht schwer am Anfang. Das macht nichts. Halte fest. Tu es. Tu es. Gib nicht auf. Und sag nicht plötzlich eines Tages, so jetzt war ich 10 Jahre lang geduldig, jetzt aber Schluss. Das gibt's alles. Ihr lacht. Das ist zum Heulen. Da zieht einer den Eimer hoch von einem 40 Kilometer langen Brunnen
ist fast oben und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Immer noch nicht. Weil ich gerade nur einen Meter gewesen. Das ist keine Geduld. Geduld ist nicht dafür. Geduld ist für die Ewigkeit, meine Brüder und Schwestern, nicht? Also das ist ja klar, ne? Das ist für die Ewigkeit. Ja, du kannst nicht sagen, heute bin ich geduldig und morgen nicht. Wenn Allah deinen Zustand verändert, das ist seine Sache. Es ist seine Sache. Wenn es leicht wird, ist seine Sache. Du bist geduldig. Und machst das, was Allah gefällt, was dem Propheten gefällt und deinem Scheich gefällt. Dann weißt du, das ist Halal. Ganz einfach. Was Allah liebt, was der Prophet liebt, was sein Scheich liebt, das ist Halal. Das ist ganz einfach. Du musst nicht die 1300 Gesetze kennen von Halal und Haram. Ja, das ist unmöglich. Aber du weißt ganz genau, was ist richtig, was ist falsch. Der Prophet hat gesagt, Al-Haram, Mubayyin, also das Haram ist offensichtlich und Halal ist offensichtlich. Halt es. Es ist ein Segen. Ein Segen. Einfach, ganz einfach. Ganz einfach. Nicht schlecht sprechen, nicht schlecht denken, ja, lieber ruhig sein, auf sein Ego stehen, ja, nicht sein Ego rauslassen, ja, bescheiden sein, sich zurückhalten. Dienen, tun, ja, so, mach es einfach, mach es. Dann kommt der Punkt, wo Allah, und er weiß, wann er es tut, gibt dir Erleichterung. Dann wird es leicht. Dann geht es von alleine, inshallah. Möge Allah uns helfen. Inshallah. Und uns mit unserem Scheich lassen, wir haben großes Glück. Wir müssen jeden Tag 200 Grad Schoko geben, dass wir den Sheikh Effendi haben. Weil er ist jemand, der uns zeigt, wie wir sind. Denn es ist nicht gut, wenn wir nicht sehen, wie wir sind. Dann können wir nicht besser werden. Deswegen ist es besser, wenn ein Ärger mal rauskommt oder irgendwas mal rauskommt, dann kann man das beobachten und korrigieren. Wenn man diesen stillen, versteckten Ärger hat, versteckten Stolz, versteckte Eitelkeit, versteckt, alles so so eingeboren, verwurzelt in den Angewohnheiten, Gewohnheit, auch schönes Wort, das wohnt in dir, es hat eine Wohnung bezogen, ja, dieses negative Energiefeld ist eine Wohnung, dem hast du Wohnung gegeben, da ist es immer gewachsen, das ist ein Pilz, da gibt es ja den Kefirpilz, ja, der wächst und wächst und wächst. Und wenn ein bestimmter Knopf gedrückt wird, boom, dann kommt er raus. Das ist negativ. Ah, das ist wieder meine Geschichte. Das bin ja ich, jetzt habe ich aber recht, das geht auch mal. Ich wusste es ja immer. Tick-Tack, und immer wieder wird gedacht. Oder ich gehe in die Depression mal wieder rein. Und so weiter. Diese Energiefelder, die gehen nur weg. Eben durch das. Und das Sicke ist ein Mittel. Das ist ein Mittel dazu. Deswegen sagt der Scheich vor 30 Jahren oder sonst, sagt, pass mal auf, Jungs. Euer Gebet, euer Sicke ist nur dafür da, dass ihr euch nicht ärgert, dass ihr nicht ausrastet. Wenn der Test kommt, dürft ihr nicht ausrasten. Dafür ist das Ganze. Haben wir gedacht, oh, wir haben gedacht, Spiritualität. Stufen. 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. 80.000. Stufe. Gehen auf Wolke 7. Nein, Jungs. Nein. Es ist nur, dass ihr nicht ausrastet, wenn der Test kommt. Dafür. Deswegen sage ich, Alhamdulillah, so ein Scheich, der bringt uns halt das Beste und Schönste auf unsere Originalgröße zurück. Wir sind ziemlich groß geworden in der Zwischenzeit. Das böse Energiefeld hat sich wirklich monsterhaft sozusagen ins Monsterhafte gesteigert. Und wenn man dann niemanden hat, der keinen richtigen Scheich, Tarbiya, einen echten, der einen erzieht, dann bleibt man da. Und wenn man jemanden hat wie der Scheich, der über Entfernung, ja, Zeit und Traum ist ausgeschaltet, dich erzieht, wenn der bereit ist, derjenige bereit ist, dann werden wir auf unsere Originalgröße, inshallah, zurückgebracht. Die ist so klein, da müssen wir schon ein Mikroskop dann haben. Mal gucken, wenn wir auch da sind.
Alhamdulillah. Möge Allah unserem Sheikh langes Leben geben. Und Gesundheit und starken Körper und Happiness im täglichen Leben mit diesen Verrückten, mit unserem Haus. Ja Allah, dass der alles sehen muss, der Arme, der Sheikh. Allah. Jetzt sind wir dran, jetzt müssen wir mal langsam gucken, allmählich die Äuglein aufmachen. Ja, weil der Sheikh, der guckt nach innen sozusagen. Helft euch, helft euch, helft euch gegenseitig, helft euch, betet. Betet füreinander. Verbietet euch schlechte Gedanken und schlechte Taten, verbietet es euch, es nützt euch nichts, nützt niemandem was. Lasst es sein. Fitna, wenn ihr die hört, nicht hinhören. Wenn einer was Schlechtes sagt, sagt, Bruder, sei leise, ich will es nicht hören. Geht mir nichts an. Malayani, geht mir nichts an. Will ich nicht hören. Verzeihung. Hört es nicht, sprecht es nicht, bedenkt es nicht. Denkt gut über den anderen. Das ist ein Befehl von Allah, oder? Und von der Heiligen Koran und vom Propheten Mohammed. Denkt gut über den anderen. Gebt euch nicht hin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورواية جميع الأنبياء والأولياء خاصة أهل الخزرجات خصوصا إن شاء الله أشكر الرواية سيدنا البخاري سلطان الشيخ عبد الله بن عاشر بن عمر بن كرم الألباني والفاتحة Okay, wir haben jetzt rum hier mit so einer Saraka-Box, inshallah. Give something. So that we can...